Hallo, herzlich willkommen zu einem kleinen Tipp zu Train Sim Train World 2. In der Lok SD402 und wir sind hier auf der Clinchfield Railroad und eben im Kapitel 2 gemischte Güter nach Süden mit der Lok SD40. Und es geht darum, wie bekomme ich die Lok wieder fahrfähig, wenn ich die Notbremse aktiviert habe. Und das möchte ich euch jetzt gern zeigen. Wir beginnen von vorne, rüsten die Lok auf. Jetzt ist es hier erstmal ziemlich dunkel. Wir müssen schauen, wo wir den Lichtschalter finden. Ah, hier sind wir schon mal in der Richtung. Dann muss der hier oben irgendwo sein. So. Jetzt die drei Schalter. Den Richtungswender einstecken auf vorwärts. Den Fahrmodusregler auf 3, weil wir 3 Züge haben. Dann hier das Absperrventil auf Fracht. Und dann können wir schon mal Scheibenwischer mit V anschalten, etwas Gas geben, gehen wir auf 3 und lassen die Bremse mal los. Und dann schauen wir mal, ob es schon losgeht. Mit X ein bisschen Sand streuen. Auf 4 Sand streuen. Und dann hoffentlich packt er es. Ja, das schaut schon ganz gut aus. Das Wegkommen ist manchmal ein bisschen schwierig. Mit Geduld klappt es meistens. Manchmal muss man etwas schaukeln. Und dann klappt es auch. So, jetzt nehmen wir mal etwas Fahrt auf. Und machen dann eine Vollbremsung, eine Notbremsung, Notfallbremsung sozusagen. Fahren wir hier noch schön um die Kurve rum. So, wo müssen wir denn eigentlich heute hin? Da ist die ganz lange Strecke vom ganz im Norden bis ganz in den Süden. Da ist man einige Zeit unterwegs. Das noch bei schlechtem Wetter, aber schöner Schneelandschaft. So. Ich würde gern abwarten, bis wir mit dem Zug, es dauert jetzt relativ lang. Na, das machen wir nicht. Wir probieren das jetzt gleich mal aus. Also Notbremse ein. Nehmen wir das Gas hier weg. Und dann den Hebel ganz auf die andere Seite. Notfallbremsung. Und alles, was zur Bremse zur Verfügung steht, wird gebremst. Und hier das rote Kästchen zeigt, wir sind im Notfallmodus. So, und wenn ich jetzt versuche wieder Gas zu geben. Mit A kann ich das ja auch mit der Tastatur machen. 2, 3, da passiert gar nichts. Und ich muss einen kleinen Trick anwenden, um das rote Kästchen und wieder auf den Fahrmodus zu kommen. Und zwar muss ich hier das Absperrventil einmal abschalten und wieder anschalten. Und dann sieht man, haben wir hier wieder das weiße Kästchen und ich kann wieder losfahren. Jetzt ist die Frage, ob ich an der Stelle jetzt genau wieder gut losfahren kann. Wir probieren es einfach mal. Wir geben Gas, nehmen die Bremse raus und versuchen mit 4 und X. Ja, er fährt schon, aber was jetzt packt mit den ganzen Anhängen, ist die Frage. Jetzt dreht er durch.
packt er nicht. Dann muss ich ein bisschen schaukeln. Das heißt, ich lasse mich zurückrollen mit 0 und versuche im richtigen Moment mal richtig auf 5. Mit X immer Sand streuen. Ah, hat das noch nicht gepackt. Nochmal zurückrollen. Und nochmal Gas geben. Nein, das klappt noch nicht. Nochmal zurückrollen. Und nochmal Gas geben. Irgendwann klappt's, meistens zumindest. Na, ja, jetzt hat man schon einen längeren Anschub hier, wunderbar. Noch nicht ganz. Nochmal zurück. Mit Schwung. Ja, jetzt. So, jetzt sind wir losgekommen. Jetzt geht's dahin. Manchmal braucht man einfach Geduld und dann geht's irgendwann. Genau, also das war's schon. Viel Spaß beim Spielen.